Und zwar, jetzt müssen wir einmal kurz ernst sein. Ich habe gesagt, komm, ich habe mal Bock auf ein Experiment im Fußballmanager, weil mich einfach interessiert, was da so bei rauskommt. Wenn man, ich habe jetzt einfach als Beispiel Bayern München, ihr seht schon, Stefan Leitl Trainer geworden, erste Mannschaft sieht ein bisschen anders aus. Erste Mannschaft sieht ein bisschen anders aus, wenn wir Bayern München und wenn wir Kräuter Fürth. Nagelsmann kurz zu Fürth gegangen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Die haben irgendwie die Verträge vertauscht oder so. Und jetzt ist halt der Bayern-Kader bei Kräuter Fürth, ne? Und dass es nicht ganz so langweilig ist, habe ich gedacht. Ich glaube, alle Schalke und Dortmund-Fans, die freuen sich sehr darüber. Tauschen wir auch noch die Schalke und Dortmund-Kader. Ne? Zumindest die ersten Mannschaften. Da ist jetzt halt Moukoko und so. Weiß gar nicht, wo der ist, bei der U19 vielleicht. Aber ja, die Kader sind getauscht. Ihr werdet sehen, bei Schalke sieht es nicht anders aus. Marco Rosa ist Trainer. Erling Haaland, der neue Schlüsselspieler in der zweiten Liga. Ja, sind mal getauscht. Ich wollte einfach mal schauen, wie das dann funktioniert. Ich meine, Transfers sind ja an. Die können frei Transfer machen, wie sie wollen. Und ja, dementsprechend interessiert mich, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir gehen mal einfach in Urlaub bis Ende der Transferphase. Und dann schauen wir mal. Der schießt 60 Tore da unten. Ja, das kann gut sein. Ich weiß ja nicht, ob sie ihn verkaufen. Kann ja auch sein. Ich weiß, wie der FM das jetzt aufnimmt. Ich meine, Bayern wird auf jeden Fall was bei dem Kader machen müssen, sonst geht's da dummerweise ja, vielleicht eine Liga runter. Wir sehen es ja hier, vielleicht wird irgendwo schon mal eine Nachricht dabei sein. So wie ich mir Schalke vorstelle, kann es wirklich passieren, dass einfach Schalke sagt, okay, wir haben hier einen Haaland, wir verkaufen den mal für 10 Millionen. Und das ist ja schon mal was. Und diese teuren, schlechten Spieler, die werden aber behalten. Die holen halt auch nichts Neues, ne? Ich meine, vielleicht ist es jetzt so, weil die halt gerade erst gewechselt sind, dass sie nicht verkauft werden. Vielleicht müssen wir dann vielleicht ein ganzes Jahr simulieren, aber sie können ja wenigstens Ergänzungen kaufen, weil für Bayern sieht es ja nicht gut aus. Muss man jetzt mal einfach so sagen. Ohne da Fürth das irgendwie persönlich zu nehmen, aber ja, das sieht. Also mit dem Kader kannst du nicht in die Saison gehen. Das ist jetzt auch schön, weil wir nur, ich glaube, fünf Ligen simulieren wir nur. Guck mal, wie schnell das einfach geht. Wie schnell das hier speichert, wie schnell das durchläuft, das ist ein ganz anderes FM-Erlebnis, muss ich sagen. Sonst immer mit meinen 200 Ligen, wo da drin sind, da braucht er, bis der überhaupt mal eine Woche simuliert hat, braucht er so lange wie jetzt für 2 Monate. So, schauen wir mal ganz kurz. Haben die irgendwas gemacht? Ich meine, die haben ja nicht mal Ablöse. Oh, Fürth, guck mal, wie die gestartet sind. 3 Siege. 3-0 gegen Mainz, 4-0 gegen Bielefeld und 3-0 gegen Stuttgart. Top-Start für die. Bayern mit der Niederlage gegen Gladbach und Hertha, aber gegen Köln hat es für den Sieg gereicht. Haben die hier irgendwas gemacht? Okay, das sind irgendwelche anderen Transfers. Die haben aber sonst nichts geholt, ne? Nichts Neues. Gut, Fürth hat ja auch keinen Bedarf, aber Bayern zum Beispiel. Die müssten doch da was gemacht haben. Die holen sich Oscar Arribas. Okay. Emilian Metu. Okay. Und dann per Laie nochmal Cedric Itten. Achso, das sind die von Fürth. Okay. Verkauft haben sie nichts mehr. Gut. Also Bayern juckt es dann auch gar nicht. Wie ist Dortmund eigentlich gestartet? Zwei Unentschieden gegen Hoffenheim und Frankfurt. Und die Niederlage gegen Freiburg, die haben aber anscheinend auch nichts mehr gemacht, ne? Leihvertrag unbekannt. Nee, nee, die haben auch nichts gemacht. Oh, warte, was? Achso, das sind die fixen Transfers, okay. Hat Schalke noch was gemacht? Und wenn ja, wie viele Tore hat Haaland gemacht?
glaube, der FM weiß selber nicht, wie er darauf reagieren soll. Das kann sein, ja. Sie sind auf jeden Fall Erster. 5 Spiele, 5 Siege, aber nicht wirklich souverän. Haaland immerhin. Ja, 4 Tore, eine Vorlage. Kann man so machen. Mein Transfers. Hallo? Wo ist es hier? Geholt haben die niemand mehr. Verkauft vielleicht jemand? Auch keinen von den neuen. Okay, da müssen wir vielleicht wirklich abwarten, weil die vielleicht jetzt noch nichts machen. Weil jetzt Deadline Day kann natürlich noch mal was passieren. Okay, wir schauen noch mal die letzten Transfers an. Bundesliga. Bayern hat sich noch mal André Hahn geholt, wie es aussieht. Fürth hat wahrscheinlich nichts mehr gemacht. Nee, nichts ausgegeben. Anton Stach abgegeben. Ach so, ja, das ist ein fixer Transfer, okay. Nagelsmann ist da ein ganz glücklicher Coach. Die Bayern. Julian Traxler haben sie sich noch geholt. Immerhin. Kaum ist Bratzo weg, kommen die Top-Transfers. Ja, André Hahn und Julian Traxler wurden da nochmal. Wurde nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, okay. Dortmund habe ich so das Gefühl, hat sich mit der Situation zufrieden gegeben. Ja, da wird auch nicht mehr investiert. Die sind mit dem Schalker Kader einfach zufrieden. Und Schalke, ja gut, die haben den Dortmund Kader. Ich glaube, da braucht man. Ich glaube, die müssen da nicht viel machen, oder? Haaland wird auch nicht nochmal verkauft, sonst auch niemand. Okay, dann will ich mal kurz schauen. Wann spielt denn Bayern gegen Fürth? Das Spiel will ich mir mal ganz gern anschauen. Schauen wir mal nach. Das Bundesliga-Prestige-Duell. Wer hat das gewonnen? Führt mit dem lockeren 3 zu 0. Aber ganz locker gewinnen die da 3 zu 0. Robert Lewandowski, Musiala und Gnabry. Ja, gut. Ja, also guck mal, wie Bayern spielt. Guck mal, wie Bayern spielt. Da kannst du ja auch nicht gewinnen. Arribas sogar Stammspieler jetzt. Sagst du auch? Fein. Und Hahn und Ricotta vorne drin bei den Bayern. Es ist ein Anblick für die Götter. Ich glaube, das ist jetzt schon die erfolgreichste Saison von Fürth. Das kann gut sein. Ja, Lewandowski ganz, ganz stark da vorne drin. Gut, Fürth hat eh keinen Bedarf. Ich meine, die haben aber verloren. Gegen Wolfsburg. Bayern nochmal gegen Bochum gepunktet. Aber sonst sieht es da schlecht aus. Wie ist es bei den Dortmundern? Wie spielen die so? 3-1 Niederlage gegen Gladbach. Mit dem 4-4-1-1. Okay. Terodde natürlich eine gute Note, klar. Das ist ja klar. Harit, Uwe Jahn. Parson im ZM. Ja, ah, okay, ich habe den eher als Sechser in Erinnerung. Aber kann er anscheinend auch, okay. Matondo, Ranschel, Fährmann da hinten drin. Draxler mit Andrea in der Mannschaft. Ja, das ist schon sehr stark. Das ist schon sehr stark. Aber jetzt noch wichtiger. Schalke, 8 Spiele, 8 Siege. Die marschieren hier durch. Nicht souverän, aber sie gewinnen ihre Spiele. Das ist bei weitem nicht souverän, aber Sieg ist Sieg. Und Haaland und Bellingham. Natürlich. Malen spielt auch in der zweiten Liga schlecht. Gut, daran hat sich nichts geändert. Emre Can als Rechtsverteidiger. Ach, das ist doch überragend. Das ist wunderschön. Ich dachte tatsächlich, dass sie mehr Transfers machen, aber es kann halt wirklich sein, weil die Spieler alle neu gekommen sind, dass davon erstmal keine Transfers passieren. Das heißt, entweder geht es im Winter jetzt richtig ab oder halt spätestens im Sommer. Schalke wird wahrscheinlich die Hälfte der Mannschaft nicht verlängern können. Von daher haben sie da ein paar ablösefreie Abgänge. Leitl vor der Entlassung. Ja, das ist natürlich jetzt doof bei Bayern. Das kann jetzt natürlich passieren. Mal schauen, wer da der neue Coach wird. Langer verhandelt mit Rheindorf Altach. Ja, da geht der lieber zu Rheindorf Altach, als weiter bei Dortmund zu spielen. Das verstehe ich auch. Bei so einem schlechten Kader. Und da war der neue Bayern-Trainer. Wer war es jetzt? Löw! Löw wird neuer Bayern München-Trainer. Da haben wir es. Ja, da haben sie doch alles richtig gemacht. Jetzt kannst du noch aufwärts gehen. Und Kölmann wird neuer Dortmund-Trainer.
Also da einfach mal die Props raushauen. Überragend. Joachim Löw und Ronald Koeman. Messi wird Ausländer, ausländischer Spieler des Jahres. Ausländer des Jahres. Ja, sehr, sehr nice. Haben sie quasi alles richtig gemacht, ne? Bayern auf dem Abstiegsplatz. Gegen Dortmund konnte man immerhin das 2-2 holen. Und Dortmund ist richtig gut unterwegs. Also Schalke-Kader. Der hat noch ordentlich was mitzureden. Gut, Fürth auch sehr stark. Nur gegen Frankfurt. Ja gut, Frankfurt. Frankfurt-Bayern war schon so ein Problem. Da haben die Spieler einfach ein Trauma von. Da geht es auch mit dem neuen Verein nicht weg. Aber Fürth dominiert hier die Liga. Sehr stark. Lewandowski, Gnabry, Neuer. Sag, Torvorlagen, neun Lewandowski. Okay, der ist hier gar nicht mehr der Goalgetter, sondern der ist einfach ein Spielmacher jetzt. Wie es aussieht. Auch gut. Bayern, wie sieht es zum Beispiel in der Champions League aus hier? Gruppenphase. Dortmund rausgeflogen, aber auch nur knapp. Da war der Rest fast noch schlechter. Schade. Bayern auch knapp rausgeflogen. Gegen Sevilla und Ajax konnte man noch gewinnen. Oh, wie schlecht müssen die denn dann sein? Wie schlecht müssen die sein, dass sie gegen so einen Bayern verlieren, mit Joachim Löw als Trainer. Das ist eh das Beste. Das ist eh das Allerbeste. Vor allem, wer ist Kapitän? Griesbeck Kapitän, Adrian Fein Vizekapitän und Draxler ist der Schlüsselspieler. Das ist das Bayern der Zukunft. Und Löw als Trainer, das ist unglaublich. Dortmund mit Koeman auch nicht viel besser. Aber gut, da ist halt Terodde der Kapitän. Da will ich als Trainer natürlich auch gerne hingehen. Gut, wie sieht es in der zweiten Liga aus? Schalke dominant, noch ohne Niederlage. Haaland 13 Tore, 3 Vorlagen. Ist in Ordnung. Schöner Einschlaffußball wird das, ja. Die werden den Gegner zum Einschlafen bringen und dann vielleicht mal ein paar Tore machen. Mit Glück. Naja gut, Haaland ist ein bisschen wenig. Von dem hätte ich mir mehr erwartet. Aber wie sieht denn die finanzielle Situation aus bei denen? Also Finanzen sieht überhaupt nicht gut aus. Das spielt nur eine Halbzeit, weil die sonst nicht mehr bezahlen können. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Derzeitiges Gehalt sind fast 4 Millionen. Gehaltsbudget ist bei 1,5. Ja, das ist halt doof gelaufen jetzt. Kontostand sieht auch nicht so gut aus. Wie sieht der aber bei Fürth aus? Die spielen im Pokal sogar gegen Fürth. Nice. Bei Fürth, ja, gibt's auch eine kleine Differenz. Es geht aber. Geht aber. Was haben die mit den Gehaltskosten gemacht? Fürth zahlt ja kaum Gehalt. Kriegen die nicht mehr so viel Geld hier. Der kriegt nur noch 90k. Davids als Kapitän. Kriegt 93. Lewandowski, wie viel bekommt er? 75k im Monat. Das ist ja entspannt. Also Fürth hat hier, weiß nicht, was die gemacht haben, aber top. Dem Kontostand geht's dann auch noch gut. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins nächste Mal Urlaub bis Ende der Transferphase. Gucken, ob die was gemacht haben. Pavard geht eventuell zu Inter. Weg von Greuther Fürth. Der hat genug. Der möchte mal wieder ein richtiges Gehalt genießen und nicht hier so ein irgendwie mit arabischen Rücken erpresstes Gehalt. Wer weiß, was Fürth da mit denen gemacht hat, dass sie alle so wenig wollen. So, passiert ja nochmal ein großer Transfer irgendwie, der vielleicht mal für Bayern hilfreich wäre, dass die ja, dass die mal nicht absteigen. Das wäre ja sehr bitter, wenn Bayern da runter muss. Und irgendjemand von dem soll auch gehen. Die Frage ist nur, wer. Gut, Greuther Fürth, haben die was gemacht auf dem Transfermarkt? Ich hätte mal gern nur die Januar-Transfers. Weil die haben gar keine. Gut, keine Spieler geholt, aber verkauft haben sie, ne? Okay, Marlon Fries ist gegangen und Buna Sarr ist gegangen. Okay, das ist ein verständlicher Transfer. Das ist ein durchaus verständlicher Transfer. Borussia Dortmund, was haben die gemacht?
Die haben sich Kevin Stöger geholt. Auch ganz wichtig. Die haben sich Nicola Tintori geholt. Okay. Matthias Arezzo und David Kownacki. Verkauft haben sie. Also warte, ich gucke hier. Langer verkauft, okay. Bueno ausgeliehen und Marian Kirsch auch ausgeliehen. Naja, gut, ob das jetzt die Top. Naja. Ob das jetzt die Top-Verstärkungen sind, weiß ich nicht. Wie sieht es bei Bayern aus? Joachim Löw, machst du da mal was Gutes oder? Jan Schöppner wurde da noch geholt. Okay. Isaac Petersen, okay. Und Maximilian Breunig. Also bei Bayern wird richtig Geld in die Hand genommen für einen geilen Kader. Ich merk's schon. Ich merk's schon. Die anderen Vereine müssen sich fürchten. Abgegeben wurde noch Emil Berggren per Laie. Gut. Gut. Haaland nochmal, ja, mit zwei weiteren Toren. Mittlerweile sind sie besser unterwegs, ne? Die gewinnen die Spiele klarer. Marc Rose hat sich da ein gutes Konzept überlegt. Marc Rose wahrscheinlich. Marco Rose. Spieler abgegeben, sieht jetzt auch nicht so aus. Hat hier auch nicht die Priorität bei Schalke. Mfundu wurde abgegeben, Luis Klein, Anu Bodem und Elias Kurt. Also im Prinzip von Schalke das, was wir erwarten. Ne? Ihr seht hier, ein Kader viel zu teuer. Der Kader ist viel zu teuer. Aber man scheißt einfach drauf. Man behält die Spieler einfach trotzdem. Es ist ihnen einfach egal. Gut, also alles beim Alten bei Schalke. Nur mit besseren Spielern. Ist wieder Zeit für Urlaub. Wir gehen einmal. Gehen wir in Juni. Komm. 15. Ja, für Bayern sieht es nicht so gut aus. Können wirklich sein, dass sie runtergehen. Ich weiß nicht, ob da Draxler und André Hahn die beiden Verpflichtungen waren, die es dann rausreißen. Oder jetzt ein Schöppner. Da muss vielleicht auch mal dann ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen werden. André Hahn war schon der Transfer für die zweite Liga. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Das kann der Grund gewesen sein, warum er sich einen André Hahn holt. Oder man hat halt einfach wirklich. Vielleicht sieht Löw ja was in ihm, was andere nicht sehen. Löw hat da ja ein ganz, ganz tolles Gespür für die Spieler. Der ist zwar erst ein halbes Jahr später gekommen, aber vielleicht macht er aus ihm jetzt einen Weltklasse-Spieler. Schalke steigt auf. Am 13. März ist es offiziell. Am 13. März ist es offiziell. Das ist krass. Also ich glaube, es ist die früheste Zweitliga. Der früheste Aufstieg aus der zweiten Liga, den es je gab. Boah, was haben die mit der Liga gemacht? Was hat Erling Haaland mit der Liga gemacht? Das ist die Frage. Sag, Haaland hat 34 Tore gemacht. Okay. Ich glaube, der hat ein bisschen unterperformt in der zweiten Liga. Das war für den nicht anspruchsvoll genug. Ich gehe mal so auf die 15 hat er nach 18 Spielen gehabt, glaube ich. Ja, der macht so 27. 27. Dazu nochmal vielleicht so 27 Tore, 8 Vorlagen, sage ich. Das könnte, glaube ich, sogar hinkommen. Aber gut, ich meine, vielleicht spielt er jetzt auch nicht mehr. Nachdem der Aufstieg sicher ist, muss Schalke ihn von der Gehaltsliste runternehmen. Und hat da, hat ihn einfach nicht mehr aufgestellt, dass sie wenigstens die Prämien nicht mehr zahlen müssen. Spieler des Jahres in der Bundesliga ist natürlich Lewandowski geworden. Das ist klar. Und Goretzka und Gnabry verlängern auch einfach nochmal 4 Jahre in Fürth. Weil da kriegen sie kaum Gehalt. Und das ist einfach okay für die. Fußball geht es halt nicht ums Geld. Ja, das. Man kennt's. Vor allem, wenn du halt bei Greuther Fürth spielen kannst, ne, da ist halt das Ding. Also wer will weg von Greuther Fürth? Also dann nehme ich auch meine 60.000 im Monat in Kauf. Hauptsache, ich darf bei so einem geilen Team bleiben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Meister geworden sind. Müsste eigentlich so sein, ne? Also, die waren ja 9 Punkte weg oder so im Winter. Ich glaube, das sollten die schon geschafft haben. 1-0 gewonnen, gegen Spartak Moskau noch weitergekommen. Gegen Lyon auch noch weitergekommen, okay. Gegen Atalanta auch.
Und erst im Halbfinale an Wolfsburg gescheitert. Ja, Bayern hat das ordentlich gemacht, ne? Krass. Die haben sich auch nochmal in der Tabelle, ihr habt es gerade gesehen. Die haben sich auch hier nochmal ordentlich gemacht, da ist nichts mit Abstieg. Julian Traxler hat da mal das Heft in die Hand genommen. Wie sieht's bei Dortmund aus? Wie lief bei denen Euroleague? Ah, ne, die sind komplett raus, ne? Die waren Vierter. Okay. Achso, ja, hier hätte ich es natürlich auch nachschauen können. Ja, Dortmund ist Vierter geworden, okay. Gut, dann Bundesliga. Ne, warte, wir schauen mal kurz, wer war der prägendste Spieler bei Dortmund? Luca Umbaun, der Keeper, okay. Dahinter Terodde natürlich, mit 17 Dinger. Und Salazar auch noch ganz in Ordnung. Und Matondo auch, okay. Dann Hertha hat sich über das Ding gerettet. Fürth ist natürlich Meister geworden, klar. Da lief es richtig, richtig gut. Lewandowski, 32 Torbeteiligungen in 34 Spielen, das ist überragend. Sané noch ordentlich, Thomas Müller auch. 23 Torbeteiligung. Der geht aber zu Liverpool. Oh, und Lewandowski geht auch weg zu Ajax. Da findet ein Ausverkauf statt, wie es aussieht. Oh. Da, hallo? Sabitzer anscheinend zu PSG. Und Kimmich zu United. Oh, jetzt wird's schwer. Da wird's echt schwer. Aber die haben auf jeden Fall performt. Fast die 100-Punkte-Marke geknackt. Na gut, 8 Punkte haben gefehlt. Kannst du die überhaupt schaffen in Deutschland? Ja, 102 kannst du schaffen, ne? Gut. Dann gibt es hier nichts mehr. Zweite Liga muss Schalke absolut dominiert haben. Am Ende doch noch zwei Spiele verloren. Pauli und Paderborn waren die Glücklichen. Und Haaland nur mit 21 Toren. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend hier. Mit den 8 Vorlagen hatte ich recht, aber die 21 Tore ist ein bisschen wenig, ja? Erling. Da fasst du dir mal an die eigene Nase, was das hier ist. Marco Reus immerhin noch ganz gut performt, Guerrero auch, Kobel. Naja, gut. Es ist frech, ja, das ist echt frech. Bei so einem Gehalt, wenn der kriegt immerhin seine 150.000 im Monat. Sind hier feststehende Abgänge? Bisher nicht, ne? Doch, Nico Schulz, der geht zu Feyenoord. Okay, den wollten nicht mal Schalke haben. Ist auch eine Aussage. Wenn da sind auch ein paar Zweitliga-taugliche Spieler drin, ne? Also ein Passler kannst du da lassen, Meunier kannst du da von mir aus auch lassen. Tigges auch. Marius Wolf kannst du auch eigentlich nochmal in die zweite Liga schicken. Naja gut. Sollen wir noch eine Saison machen? Glaub, wir simulieren noch eine Saison, komm. Ja, Lucas Hernandez auch für 10 Millionen noch weg zu United. Fürth braucht halt eben nicht so viel Geld, ne? Die sind glücklich, wenn die Spieler glücklich sind. Das ist die Devise bei Fürth. Ja, die verlieren sogar gegen Lokomotiva Zagreb. Was soll man auch dazu noch sagen? Szoboszlai geht anscheinend zu den Bayern. Das sind nämlich die Transfers, die ich eigentlich erwartet hatte.